Wenn man jetzt auf Details achtet, lief das doch eigentlich ganz gut. Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Was lief? Welche Details? Hier, einen Spielfortschritt, weil der Justin ja am Anfang sich so ein bisschen ausgelassen hatte, dass es ein bisschen zu low ist. Aber, ich meine, klar, Questfortschritt ist eine Sache. Wir sind immer noch hier unten in dem unteren, in dem westlichen Teil von Japan unterwegs. Oder Tsushima. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir keinen Fortschritt gemacht haben. Oder wie siehst du das bis jetzt? Oh, wir haben Fuchsbau gefunden. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Müssen wir uns später drum kümmern. Wie ist dein Rettungsplan? Wie ich das bis jetzt sehe? Justin meine ich. Deine Meinung zu dem Spiel kenne ich, deswegen frage ich es einfach nicht mehr. Es gibt nur einen Weg ins Vor und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen. Solange ich keine subjektive Schätzung von dir finden kann. Vor werden nicht bewacht. Wenn das jetzt Red Dead Redemption wäre, deine Meinung von dem Spiel wesentlich besser. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen. Ich meine, ja klar, was erwartest du denn? Das ist eine subjektive Meinung, also. Zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Die wolltest du doch haben. Ich wollte eine Meinung zum Spiel haben, aber nicht, weil man es grundsätzlich scheiße findet, weil Setting Mist ist, sondern weil man das Spiel mag, aber dann halt innerlich paar Kriterien äußert. Das ist eine andere subjektive Meinung als die, die du hast. Nicht so viele Pfeile. Aber ich habe doch jetzt diesen Haken, ne? Zu weit zum Springen. Aber Tucker meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Es interessiert mich, ich will das Spiel spielen. Und nicht, dass ihr eine Wartung. Also das Spiel generell ist halt kein, rennt jetzt halt nicht unbedingt durch, ne? So, und jetzt? Muss ich das im Springen machen? Okay, das mit dem Haken ist cool. Langsam mag ich den Haken. Da hat Jonas' Bruder uns ein richtig gutes Geschenk gemacht. Ich mag den Haken auch. Aber ich mag nicht, dass unser Kinomo so dreckig wird. Mal mehr Fortschritt als beim letzten Mal. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal habe ich eher ein bisschen auf die Erkundung gegeiert. Das muss ich schon gestehen. Aber solche Phasen hast du halt auch. Das ist halt so. Das müsstest du eigentlich langsam wissen, dass bei mir sowas auch durchaus passiert. Bei Horizon Zero Dawn. Gut, auf der anderen Seite, wir haben auch nicht so viel Vergleichsspiele. Darüber sollte ich mich schwingen. Ja, das war dumm. Weil Skyrim kannte ich, dementsprechend habe ich das Spiel einfach durchgerusht, um dir einfach deine Befriedigung zu geben, Justin, ne, im Sinne von, oh, ich liebe Drachen so sehr. Ich mich schwenken kann. Und bei Horizon Zero Dawn hatte die halt den Vorteil, dass ich das Spiel halt schon kannte. Warum? Ich kann doch... Lol. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Weil ich ja noch keinen großen Rollenspiel-Blockbuster gespielt habe mit euch zusammen, den ich halt vorher noch nicht kannte. Und jetzt habe ich halt zwei zeitgleich. Während ich Zero Dawn privat halt schon 100% durchgespielt hatte. Und im... Hatte ich das im Stream schon mal? Nee, ne? War das natürlich ein bisschen...
Die Frage ist, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich kann nicht mehr Seil geben, ne? Das mit X machen. Lol. Lol. Ich hab's die ganze Zeit mit Kreis gemacht und versucht, auf eigene Faust das Ding loszulassen. Da werde ich einfach nur X drücken müssen. Ne. Forbidden West war schon zweimal im Stream, aber da hast du nur zu der Stelle mit dem Turm und den Schlangen gespielt. Ja, weil es einfach, es war einfach technisch grausam. Auf meinem alten Rechner Forbidden West habe ich angezockt, das stimmt, ja. Und dann, ich wollte das Spiel aber nicht Dingsbums. Ja, Jonas Bruder hat echt was gut bei uns. Der Haken ist super. Kann doch gleich gucken, dass ich den anderen Schrein da noch hinkrieg. Ich muss Ryosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Vor verteilt. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich vielleicht eine andere Ausrüstung anziehen kann. Tayadori-Rüstung, die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Von den Getragenen, die durch Schwert und Bogen leben und sterben, verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner entdecken, um 20%. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschadens und nach dem geduckten Verlassen von Pampagras entdecken Gegner dich wesentlich langsamer. Tracht des Reisenden, es spüre Artefakte mit dem leitenden Wind auf. Reise lichten den Nebel des Kriegers auf der Karte um 30%. Ich glaube, ich sollte nicht gucken, welche Rüstung geil aussieht, sondern sollte gucken, wie ich was mache. Die Tracht des Reisenden ist, glaube ich, besser, wenn ich durch die Map reise, weil ich dadurch die Karte mehr aufdecke. Der Controller vibriert bei einer Entfernung von 60 Meter von einem Artefakt. Jonin-Reise, die ist eher für den, ist so eine Standardrüstung, finde ich. Wo halt Nahkampf und Gegner entdecken dich nicht so stark. Die Tayadori-Rüstung ist Bogen. Die kaputte Rüstung ist halt Standardrüstung, die wir am Anfang hatten. Und die ist halt relativ gut mächtiger irgendwie der Größe für Nahkämpfe. So für Duelle oder so. Verstehe. Hast du nur bis zur Stelle zu der Schlange gespielt? Ja, genau. So, der ist hinüber. Warte mal, ich glaube, ich ziehe wirklich hier mal. Geh hier an, weil ich hier eher versuchen will, nicht aufzufallen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Es geht noch. 6. Das läuft. Ich bin kein guter Samurai. Das habe ich auch nie gesagt. Ich bin eher so ein schleichender Bogenschütze. Ich mag das einfach. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das hat was. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. Da ist ja noch ein Anführer. Hallo, Saku. Halt dein Maul, du Affe! Der Tin bei
Hast du da gerade Affe gesagt? Jetzt wirst du gecastet. Habe ich mir gerade selbst... Ja, ist blöd, wenn du ne... Oh, komm schon! Mach es halt so, du Arschloch. Jo, ich hab keine Pfeile mehr, leck mich. So, machen wir so. Sakus Maku, grüß dich. So, wie kann ich jetzt wieder... Wie kann ich denn jetzt wieder mein Kunai ausrüsten? Wie kann ich das jetzt? Wie kann ich das denn jetzt ausrüsten? Das Kunai war super, aber warum? Ah, Haftbombe, Rauchbombe, Kunai. Ah, verstehe. Ja, ich bleib bei dem. Bei der Wasserhaltung. Ein schöner schwarzer Kimono. Der ist eigentlich schwarz. So, wie lange sind wir dann in der Aufnahme? 12 Minuten, ja, das geht doch noch. Also mal sehen, du kannst Twitch und YouTube gleichzeitig bedienen. Und wenn jemand mal weg muss und irgendwas Spannendes verpasst, kann er es auf YouTube nachgucken. Und für die YouTuber unter euch, ja, Freitag, samstags, Twitch. Gleicher Name wie YouTube, also wie ihr wollt. Aber benimmt euch. Halbwegs. Okay? Ach, deine Zuschauer sollen sich benehmen. Halbwegs. Damit spreche ich spezielle Leute an. Erneut, hi. Was? Wie? Macht euch kampfbereit. Geht voran. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Legion Farsinta. So, das mit dem Schleichen hat jetzt in dem Sinne nicht geklappt. Oh, Speer, dafür brauche ich eine andere Haltung. Dafür brauche ich die Windhaltung. Oh, Damasempo! Feng Shui! Da ist noch ein Hornissennest, das könnte ich mir als Strategie zunutze machen, aber eigentlich bin ich hier durch. Das ist ja mein Ziel. Leute befreien, da gibt's ja noch was. Ich habe aber keine Pfeile mehr. Finde ich hier noch irgendwo ein Munitionslager? Wie geht's, wie steht's? Bist du gut? Du hast ja ausgeschlafen und allem drum und dran. Das ist super. Ich hoffe, du hast heute frei und kannst dich so ein bisschen entspannen. Das war ja gestern nicht ganz so schön für dich. Ach Mist, es ist ärgerlich, wenn ich keine Pfeile habe.
Was haben wir hier? Eisen? Stahl! Geilo Milo! Töte oder beobachte Weite um Mondkampf. Ah, zwei Stück müssen wir noch, dann haben wir den Mondkampfstil. War zwar echt der Horror gestern, aber immerhin... Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Aber immerhin bin ich gestern... habe ich gestern gut ausgeschlafen und meine Wäsche ist auch fertig. Also alle supi, danke der Nachfrage. Ja, wunderbar, das ist doch super. Ich wollte heute eigentlich auch nochmal einkaufen gehen. Ein neues Kissen und so einen Scheiß holen, aber ich denke mir so einfach. Dann einfach unter der Woche irgendwann machen. Ja, Jungs, ihr müsst mir nicht überall folgen, überall hin folgen. Ist zwar schön, wenn man ganz viele Leute hat, die einem folgen, aber man soll doch auch bitte ungestört auf den Pott kommen können. Waffenständer und keine Pfeile drin. Was ist denn das für ein Waffenständer? Ich würde sagen, der ist nur... halb. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil in den meisten von den Dingern... Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, ihn da raus zu befreien. Hier ist ein falscher Käfig. Raubtierfell, das ist doch schon mal gut. Weißt du, wird eingeschlossen, dann befreist du ihn und das Erste, was der macht, ist dich angreifen. Wildes Tier hin und her, aber so ein bisschen nachdenken könnte er doch auch mal. Gucken, was hier oben ist. Ich hoffe, die folgen mir jetzt nicht alle hier hoch. Pfeile, 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 Pfeile! Lass sie niederregnen, die Pfeile! So, Jungs, dann kommt mal mit. Was habe ich denn? Befreie die gefangenen Strohhüte. Ja, habe ich doch. Wie, nur 4 von 6? Wo gibt's denn noch ein paar? Ja, das ist toll, nicht einfach aufmachen. Artefakt der Mongolen. Ja, dann kommt mal her, ihr kotverschmierten Mongoloiden. Sind denn noch Gefangene? Ich sehe hier nichts. Vielleicht da oben? Aber man sieht für mich eigentlich... Oben ist noch was. Tatsache, ich hab ihn gekriegt. Haha, Drecksau. Hallo, nach oben. Danke. Ernsthaft, ich war doch da oben. Sag bloß, ich hab die beiden vergessen. Da würde ich mich als Gefangener echt beschissen fühlen. Tut mir leid, ich hab dich vergessen. Hätte auch was sagen können. Ist Ryoso hier? Er schickt mich. Ich wollte jetzt den Alarm auslösen, damit Ryoso kommt. Gut.
den Alarm auslösen, damit Ryoso kommt. Ja, wo denn? Jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller. Lauf, lauf, lauf. Da ist der Alarm. Okay. Wir sind bereit. Jetzt das Tor öffnen. Hallo, Boys. Los, Leute! Kämpft für eure Freiheit! So, jetzt. Fuck. So, beleben wir den mal wieder. Ja, ich bin doch dabei. Darf ich die nicht verlieren oder was ist da los? Hilfe! Das war knapp, mein Herr. Ja. Sie töten mich, bitte. Danke. Ich bin doch dran jetzt. Meine Güte. Ja! Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Achso, wir haben gewonnen. Ja. Hätte ich mich gar nicht so beeilen müssen. Aber er könnte wiederkommen. Vergessen wir es. Wir haben gewettet, wann ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Oh ja. Das wirst du nicht glauben. Ich bin allerdings auch wieder weg. Man sieht sich. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Alles klar, Saku. Was ist denn? Auste. Die Mongolen haben meine Männer verschont. Und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Warum geben sie... Ja, warum gibt man den Gefangenen gutes Essen? Also gut, Männer. Auf die Pferde. Das war's, YouTuber. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. In Komatsu.